Ja, wir haben jetzt Castellina verlassen, wollten eigentlich in Rada nochmal Station machen. Das ist auch ein schönes Städtchen hier in Chianti. Allerdings, der Stellplatz bietet nur Parkplätze, die im Promobil angegebene Ver- und Entsorgungsstation und auch Frischwasser gibt es dort nicht mehr. Dennoch kostet der Platz 12 Euro. Sehr schön ist er auch nicht. Wir haben uns dann entschieden, weil es ohnehin schon später war, jetzt nicht einfach dort stehen zu bleiben für so 2 Stunden, um uns die Stadt anzuschauen, denn man kann auch stundenweise dort bezahlen, sondern wir sind dann direkt weitergefahren an Arezzo vorbei, hier nach La Viala. La Viala ist ein Hofgut, darüber erzählen wir euch morgen mehr. Wir haben auch kostenlose Wohnmobilstellplätze, im Prinzip ein bisschen Landvergnügen auf Italienisch. Das heißt, ihr könnt hier kostenlos stehen, Ver- und Entsorgung gibt es natürlich nicht. Und es wird dann, ja, nicht direkt erwartet, aber es bietet sich natürlich dann an, im Hofgut oben auch ein bisschen einzukaufen, zu essen. Hallo, wir sind heute hier auf dem Hof von La Viala. La Viala ist ein biologisch dynamisch zertifizierter landwirtschaftlicher Betrieb. Er befindet sich auf einem über 200 Jahre alten Bauernhof. Heute ist der Bauernhof ungefähr 1400 Hektar groß und bildet damit die größte zusammenhängende biologisch dynamisch zertifizierte Fläche nach dem Meter in ganz Europa. Es gibt ein Museum hier. Und es gibt natürlich auch Führungen. Ja, begleitet uns auf unserem kleinen Rundgang durch La Viala und viel Spaß dabei. Das ist das Museum. Padrone. Padrone. Mangiare, molto mangiare. Molto mangiare. Sì. Yeah. Qua, maiali. Fra. Yeah. Acqua. Protezione. Protezione, sì. Ok. Distillazione grappa. Distillatore. Singe. Madonna. Singer. Ja, wir haben uns jetzt das Museum angeguckt. Es ist kurz nach 1, Zeit zum Mittagessen. Und wir stoßen schon mal an. Ich habe beinahe Wasser genommen. Prost. So lässt sich's leben.
Das sieht gut aus. Salat mit grüner Pesto. Mhm. Salat dazu. Ein Salat. Essig und Öl haben wir ja da stehen. Mhm. Ja dann, guten Appetit. Guten Appetit. Wir wurden gebeten, während der Führung durch La Viala nicht zu filmen und daher gibt es hier Bilder. Wir sind jetzt wieder zurück von La Viala und auf dem Wohnmobilstellplatz. Wir haben einen wunderschönen Tag gehabt, lecker gegessen, eine interessante Führung gemacht. Wenn euch der Film gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Klickt auf das Glöckchen, damit ihr keinen unserer Videos verpasst. Wir sagen Tschüss. Wenn ihr unterwegs seid, fahrt vorsichtig, gute Reise, viel Spaß und bis bald.